Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum ersten Road to Fibo Vlog. Heute startet sozusagen die Diät. Wir haben den 11. Januar und jetzt geht's los, würde ich sagen. Wie das Ganze so vonstatten geht, das seht ihr jetzt alles so langsam, aber erstmal müssen wir jetzt Kaffee trinken. Morgens früh. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen wach werden. Und dann erzähle ich euch mal so, was ich mir gedacht habe für die Fibo-Reihe. Was ich euch dieses Jahr zeigen möchte, ist so ein bisschen mehr mit Konzept, nicht nur einfach so drauf los. Und für die Fibo-Reihe Start und Planung, also der Plan, der neue Split, das zeige ich euch alles heute schon. Dann natürlich mein Training, meine Ernährung, meine Top-Lebensmittel, die ich euch empfehlen würde. Was treten für Probleme auf in der Diät? Wie verhindere ich Muskelabbau in einer Diät? Trotz Diät richtige Leistung bringen, auch im Job und im restlichen Leben. Keine Zeit fürs Gym, kein Problem. Wir können auch zu Hause trainieren. Ein Vergleich zu meinen alten Fibo-Diäten und ob ich das wirklich toppen kann dieses Jahr noch. Und dann geht es später ab ins Gym. Bis nachher. Okay, Leute, bevor es jetzt gleich losgeht ins Training, möchte ich euch kurz meinen neuen Trainingsplan erklären. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, es hat sich ein bisschen verändert. Ich mache viel mehr funktionelles Training, habe dementsprechend mehr Kraftausdauer und habe auch das Gefühl, ich habe Muskelmasse verloren in den letzten Monaten. Da habe ich einen Trainingsplan mir erstellt und den würde ich euch gerne einfach mal vorstellen. Also, let's go. Ich habe hier eine App. MGO heißt sie. So, und hier haben wir jetzt schon 3 Tage. Fibo Masterplan Tag 1, Tag 2, Tag 3. Ich gehe jetzt nur noch 3-mal die Woche ins Gym tatsächlich und trainiere mit Gewichten. Und jedes Mal habe ich die Muskelgruppen auf einen anderen Fokus gesetzt. Also zum Beispiel Tag 1, Schrägbankdrücken, Pullover, Kurzhanteln, Fleiß. Wie ihr seht, da sind zum Beispiel 3 Brustübungen drin. Eine Rückenübung, Latziehen zur Brust, Reverse Flies, Seitheben, Kurzhanteln, Konzentrationscurls, Trizeps am Kabelzug. Was wichtig ist, ich nehme jedes Mal an einem anderen Trainingstag eine andere große Muskelgruppe so als Hauptziel. Tag 2 zum Beispiel Rücken. Und jedes Mal bei den Brustübungen, bei der jetzt ist zum Beispiel eine Brustübung, also bei der anderen großen Muskelgruppe, dort trainiere ich dann immer in einer anderen Übung und nochmal eine andere Wiederholungszahl, also eine andere Trainingsmethode als am Vortag davor, sodass ich eigentlich jedes Mal einen anderen Plan habe. Schon Tag 1 trainiert, bin mit der App auch sehr zufrieden. Ihr könnt die ja mal abchecken, MGO. So, der Steve ist immer noch nicht da, aber ich hoffe mal, er kommt jetzt gleich. Was geht ab, Leute? Wir sind mal wieder im Topfit. Heute mit Steve am Start, aber Steve trainiert heute nicht. Heute ist nur Steve für die Kamera zuständig. Wir kicken jetzt ein kleines Training zusammen. Beziehungsweise ich alleine. Da fahren wir jetzt Treppen, oder? Da gehen wir jetzt Treppen. Und dann nein. Dann wir gehen hier. Okay, Leute, wir starten mit dem Training. In der App einfach auf Start drücken und dann geht's auch schon los. Ja, viel Spaß beim Trainingsvideo. Somewhere lost forever.
Leute, das war das erste Trainingsvideo. Ich habe immer am Anfang Krafttraining mit Gewichten, zum Schluss noch Functional Training, Breakletics und so weiter. So, wenn ihr Fragen zur FIBO-Diät habt, zur FIBO-Transformation, schreibt es unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ich gehe in Shake-Training.